Heute am 15. Sonntag im Jahreskreis hören wir so ein bekanntes Gleichnis über den Samariter, der einem anderen Menschen so Barmherzigkeit erwiesen hat, der ihm geholfen hat. Und ich werde mich auch kurz halten, weil ich denke, über dieses Gleichnis ist schon vieles gesagt oder alles. Und ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Aber hören wir zuerst dann die Worte aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunder und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen war? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Ja, wie schon gesagt, dieses Gleichnis ist so bekannt und schon so auserlegt. Deswegen, ich werde mich auch in Kürze fassen und auf das Wesentliche gehen. Der Gesetzeslehrer hat eine tiefe Sehnsucht in sich, ein ewiges Leben. Eben, das Leben schlechthin ist in sich selbst so ein Grundbedürfnis, ist so klar und selbstverständlich, dass es kaum von uns wahrgenommen wird. Erst in einer Notstand, in einer Gefahrsituation wird es wahrgenommen. Eben denken wir an diese Angst in uns, in der Pandemie, der Coronavirus, sich nicht angesteckt zu werden. Ja, wir wollen intuitiv leben und zwar auf allen Ebenen des Lebens, ob geistliche, ob Glaubensebene, ob diese menschliche Freundschaft, Familienebene und so weiter und so fort. Und gerade dieses Bedürfnis sehen wir nicht nur im Evangelium, sondern auch in diesen beiden ersten und zweiten Lesungen, welche wir heute am Sonntag hören. Und eine Brücke, ein Mittel dazu ist Beziehung. Und ich denke, eben Beziehung,
Das ist ein Schlüsselwort, um wirklich zu leben. Und von der Qualität der Beziehung hängt die Qualität des Lebens ab. Also die Lösung ist eigentlich klar und einfach. Trage Sorge um deine Beziehung und die Qualität der Beziehung, egal ob das Gott ist, deine Nächsten oder auch zu dir selber. Und du wirst leben. Eben, da könnte ich nur das wiederholen, was Jesus dem Gesetzeslehrer gesagt hat. Sorge dafür, handle danach und du wirst leben. Von der Qualität der Beziehung hängt die Qualität des Lebens ab. Wie sieht deine Beziehung aus zu Gott, zu den Nächsten, zu deiner Familie, zu deiner Freundschaft? Wenn du dich um diese Beziehung sorgst, du wirst leben. Und das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott.